Guten Abend, dies ist ein schlechter Abend für viele Frankfurter. Dieser Haushalt ist eine Niederlage für alle Armen in Frankfurt. Ich bin auch für viele Klos. Ich bin schon etwas älter, deswegen ist das Klo nicht ganz so unterschiedlich. Aber der Haushalt muss nicht gleich ins Klo. Da gibt es andere Prioritäten. Allerdings, wenn man hier so die versammelten Koalitionen, die versammelten Parteien, soweit sie versammelt sind, bei der Linkspartei ist die SPD ja dann demonstrativ rausgegangen, da waren nur noch 4 Leute da. Finde ich ein eigenartiges Verhalten. Opposition wird abgeklatscht, wenn sie irgendwie einem zu gefährlich nahe kommen. Aber was ist dieser Haushalt? Mein Gott, habe ich es nicht so, aber vielleicht tun wir. Dieser Haushalt ist, Ursula, dieser Haushalt ist ein Haushalt der Trostpreise für Frankfurter und nicht ein Haushalt, der Krisenbewältigungspolitik macht. Wir haben andauernde Krisen in Frankfurt, die dramatisch sind. Die Klimakrise wird die Stadt unerträglich erhitzen und austrocknen. Das befördert durch jahrzehntelange schwerwiegende Fehler in der Stadt, Verkehrsplanung, Versiegelung, Luftvergiftung und so weiter. Die Folgen für die Gesundheit werden dramatisch sein. Die Energiekrise wird angetrieben vom russisch-ukrainischen Krieg, vom Angriffskrieg der Russen, von Spekulationsinteressen, überlagert. Die Energiekrise wird sich abspielen auf dem Rücken vieler Bürger wieder und nicht auf dem Rücken der Konzerne, wie jetzt schon abzusehen ist mit diesen Hilfsmaßnahmen für die Bürger. Da gibt es dann sowas wie einen Tankrabatt. Und wer kriegt diesen Tankrabatt? Die Konzerne werden gefüttert mit diesen Sachen. Das ist eine Politik, die völlig an der Situation vorbeigeht. Wir haben Klimakrise und Krieg, treiben die Lebensmittelpreise hoch, die Inflation wird hochgetrieben durch diese Krisen. Menschen mit niedrigen Einkommen können sich bald nicht mehr gesund ernähren oder jetzt schon nicht mehr gesund ernähren. Diese Belastungen sind keine individuellen Belastungen, sie werden strukturell verstetigt. Wir haben 4-10% der Menschen, die Long-Covid haben, als Folge der Corona-Belastung. Wir wissen nicht, wie viele Leute hier in Frankfurt noch gesundheitlich dadurch geschädigt worden sind. Diese Probleme, die noch durch andere Sachen verschärft werden, diese Probleme wird beklagt, kann man nicht strukturell tiefergehend angehen. Und deswegen die vielen Trostpreise. Weil wir ja ein Verschuldungsproblem haben. Dann gibt es Glückwünsche an den Kämmerer, schließe mich da nicht an, aber ist egal. Bastian, ich glaube, wir haben kein Verschuldungsproblem, wir haben ein Einkommensproblem, ein Einnahmenproblem. Weil diese Koalition sich verweigert, die Umverteilung von oben nach unten. Diese Umverteilung, die seit 1918 streng betrieben wird, von SPD-FDP-Regierung, von CDU-SPD-Regierung, von dieser ganzen, und FDP natürlich auch, von dieser ganzen großen Koalition, gibt es eine steuerliche Entlastung des Kapitals in dramatischer Weise, das werde ich noch ausführen, und auf der anderen Seite eine Belastung, auch mit der Einnahme, mit der Einführung der Mehrwertsteuer der Bürger. Aber zunächst nochmal zu der Problemlage. Mein Lieblingsthema, was ich hier immer wieder bringe, für viele Menschen ein soziales Desaster, der Abbau von oder mehr als 40.000 Wohnungen, die Sozialwohnungen, die in Frankfurt vernichtet worden sind. Es gibt keine Rückkehr zum sozialen Wohnungsbau. Es gibt keine Rückkehr dazu, dass wir Wohnungen schaffen zu einem Preis von 5 bis 5,50 Euro im ersten Förderweg. Es war eine erbärmliche Zahl, ich glaube 2020, 41 Wohnungen, die da geschaffen worden sind. Es werden mehr Menschen wohnungslos werden in Frankfurt, sie werden aus der Stadt vertrieben und es wird immer mehr schwer verträgliche Wohnungsverhältnisse hier geben. Diesen Trend, der verstärkt wird durch die großen Krisen, hat diese Koalition nichts entgegenzusetzen, weil sie sich
auf der Einnahmeseite bremst. Es gibt aber nicht nur Opfer, es gibt eben die Profiteure. Die Konzernsteuerquote steuert auf globalen Gewinn der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland, lag 1988 im Schnitt bei 52,1%. 2020 waren es mit 25,7%, nur noch rund ein Viertel, laut dem Bericht der Zeit. Während sich Banken und Konzerne dank der entsprechenden Entscheidungen aller vergangenen Bundesregierungen weitgehend oder gänzlich Steuerzahlungen entziehen können und eine Subventionswelle die nächste jagt, wird der Gestaltungsraum der Kommunen immer kleiner. Und diese Entwicklung, die mit der Abschaffung der Lohnsummensteuer begann, der Abschaffung der Kapitalerwerbsteuer, der Senkung des Spitzensteuersatzes für sehr viel verdienende Abschaffung oder Nicht-Einführung der Vermögenssteuer und ich will das jetzt gar nicht in die Tiefe bringen. Wichtiger ist die Verschärfung dieser Krise, die dann hier betrieben wird, um Ausgaben, die wir dringend nötig hätten, um zum Beispiel umzustellen von fossiler Energie, Abschaffung der Nutzung des Gases auf Windenergie, was nicht geschieht, und viele andere Sachen, die nicht geschehen oder wo nur zaghafte Experimente gemacht werden. Die ganze Stadt ist ein großes Experimentfeld gerade im Verkehrsbereich. Diese ökonomische Lage verschärft der Frankfurter Magistrat, verschärft diese Koalition. Seit vielen, vielen Jahren wird die in Frankfurt verschärft durch die Senkung des Hebesatzes. Wir waren mal, wenn ich die Lohnsteuer einrechne, die es mal gab und andere Sachen, die es gab, denn hätten wir die gleiche steuerliche Belastung des Kapitals erst erreicht, wenn wir einen Hebesatz haben von 600 von 100. Diesen Antrag haben wir gestellt, E296 als Grundsatzantrag. Weil wir meinen, es muss Schluss sein mit dieser indirekten oder auch direkten Subventionierung des Kapitals. 515, 1999, 500, 2000, 490, 2001, 2002, Petra Roth, der auf 460 heute auch. Der Einzige, der dann mal gewagt hat, dagegen anzustehen, war Mike Josef. Der hat 2015 gesagt, wir schlagen weiterhin vor, den Steuersatz von 450 auf die Höhe zu gehen. Das habe ich jetzt akustisch nicht gehabt. In jedem Satz, also 30% zu heben, was uns nicht viel weiterhilft. Aber immerhin, es war ein gewisses Verständnis da, dass es hier eine Umverteilung gibt, dass hier ein Klassenkampf von oben stattfindet. Das war keiner auszusprechen. Von unten gibt es ja kaum eine Abwehr im Augenblick. Aber von oben gibt es diesen Klassenkampf und der wird hier geführt und verschärft von Seiten dieses Magistrats mit der Senkung dieser Steuer, mit der Senkung der Gewerbesteuer, mit der niedrigen Gewerbesteuer, die wir haben. Wer auch immer das in dieser Koalition zu verantworten hat, zu beschäftigen, haben die FDP, die anderen erpresst oder ob alle dieser Meinung sind, was ich glaube, da gibt es schon unterschiedliche Meinungen. Aber es ist unglaublich, in so einer Krisensituation die Einnahmen von Kapitalseite nicht erhöhen und die Armen in dieser Stadt mit den entsprechenden Lasten, wo bleibt der Nulltarif für den ÖPNV, den wir dann weiterhin des Kapitals gelandet, dass sie da alles durchgehen lassen
und dass ihr überhaupt nicht mehr wahrnimmt, wie die Belastung armer Leute in dieser Stadt ist. Und die Folge ist natürlich, die Gebühren steigen, die Fahrpreise steigen, die Eintrittspreise in gewissen Bereichen steigen. Und damit es nicht zu sehr auffällt, gibt es eben die großen Preise. Dann gibt es hier mal eine Verbilligung, dann gibt es da mal eine partielle Verbilligung. Aber keine strukturelle Veränderung der Belastung dieser Stadt. Die ist einseitig auf der Mittelschicht und auch vor allen Dingen auf den Ärmeren und auf der Unterschicht. Und die anderen tragen immer weniger von dieser Belastung. Das ist ein Zustand, der so zu war. Der wird hier im Parlament nicht geändert werden, denn dieses Parlament ist mehrheitlich steht zu dieser Umverteilung nach oben. Aber die Hoffnung, die wir haben, und das werden wir unterstützen, ist Widerstand von draußen gegen diese Tendenz. Wir werden jeden Widerstand der Bürgerinnen gegen diese Verarmung der Schichten in dieser Stadt, der werden wir mit ihnen zusammen hoffentlich entgegentreten. Und ich kann es nicht verstehen. Vielen scheint die Dramatik nicht klar zu sein. Diese Krisen sind nicht wie sonst eine Krise, sondern die werden richtig tief gehen. Die werden tief in den Geldbeutel gehen, die werden tief in die Gesundheitsprobleme der Menschen gehen. Wir werden es nicht schaffen, nicht mal bis 2035, die fossile Energie völlig abzuschaffen. Ihr werdet diese ganzen Ziele nicht erreichen, weil ihr zu feige seid, gegen das Kapital auch mal zu kämpfen und zu sagen, gut, das Kapital muss leben, meinetwegen, ihr seid ja Marktwirtschaftler, ihr seid ja Kapitalistenbefürworter, aber sie müssen ihren Beitrag zur Gemeinnützigkeit, zu dem Gemeinwesen beitragen. Früher schon länger her, da war ganz klar, 50% dieser Kosten des Gemeinwesens muss das Kapital zahlen. Völlig weg diese Erkenntnis. Und da kann man nur sagen, diese Koalition, die sich immer so beglückwünscht, es ist alles so toll, es läuft alles so gut. Ich glaube, die muss sich mal auf den Hosenboden setzen, nicht aufs Klo, aber auf den Hosenboden. Und mal überlegen, ob sie über Klos hinaus noch mehr bewegen kann in dieser Stadt und ob sie wirklich das Geld da holt, wo es ist. Und nicht von denen, die eh nichts mehr haben und denen gibt, die zu wenig haben. Da nützt auch eine kleine Erhöhung dieser Scheinlauf Frankfurter Pass. Da wird dann mal die Einkommensgrenze angehoben. Aber die Situation, in der die leben, in der Obdachlose leben, wie arm sie die sind, einer der reichsten Städte in der Bundesrepublik. Und wir haben Obdachlose in Frankfurt. Unglaublich, dass Obdachlose hier in den Wohnungen untergebracht werden. Und dass man Argumente in den Ausschüssen hört, wir haben kein Geld dafür, das können wir jetzt nicht bezahlen. Erhöht die Gewerbesteuer und dann habt ihr das Geld. Danke. Ja.